diese Pilze, Alter. Oh Gott, das ist aber angenehm, wie schnell das geht. Hm? Ach, nichts. Ach, ich sehe schon. Darf ich hier mal schnüffle? Menschenbeine. So. Ob es eine bessere Methode gibt, wo man einfach Fleisch reinladen kann und dann wird es durch und fertig? Ich hoffe, da kommt was Besseres. Bestimmt, oder? Es kommt bestimmt auch noch irgendwas mit Zutaten. Ich meine, Kamillentee kann man ja auch machen. Es kommt bestimmt auch irgendwas mit Zutaten oder so. Ja. So, ich bin gleich fertig. Na, ja, lass dir Zeit. Das soll ja auch ein bisschen entspannen. Ich will weiterziehen. Und ich muss meine Sachen noch reparieren, deswegen bin ich eigentlich hier. Gut, machst du das. Ja, danke schön. Das ist mein großes Hobby. Meine große Leidenschaft. Ja. Hier waren die Röstaromen ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ja. Das ging schon eher Richtung Verbrannten jetzt, muss ich sagen. Ich würde mal gucken, ich würde es ein bisschen mit Curry und Paprika und Salz einreiben. Ja, das klingt gut. Klingt gut. Am besten Cherry Paprika. Auch gerne ein bisschen Honig dazu. Ja, zum Sticken auch. Also Honig natürlich, damit es auch bleibt. So, geil. Und vielleicht in Butter anbraten. Oh ja, oder auf dem Grill. Oh, geil. Gib 3 Konsti für 10 Minuten. Ist jetzt nicht so geil, wie ich gehofft habe. Boah, ja. Warte. Ich repariere mal kurz meinen Shit. Ja, wollen wir. Also willst du 10 Beine haben irgendwie? Brauchst du 10 Beine? Ich habe selber 20 dabei, dankeschön. Okay, cool, nice. Ich habe auch schon die freudige Erfahrung gehabt, das Zeug zu braten. Das ist total spannend. Es ist so schön einfach. So, jetzt wieder nach oben schnell reisen auf dieser sehr kleinen, begrenzten Karte, die mir viel zu winzig ist. Ja. Zu dem ganz neuen jetzt, ne? Wo wir genau. Gerade als letztes waren. Genau. Da würde ich auch die Leuchtsteine nochmal mitnehmen. Bisschen, ne? Eriges ist Leuchtwuchs. Leuchtwuchs? Keine Steine, bitte. Leuchtwuchs. Oh, Alter, wie geil das hier drin aussieht auch. Oh. Das ist ja Tobis Lieblingshöhle. Ah, ich höre schon. Ach, wir müssen doch diese Jägerinnenhöhle da machen, ne? Wo auch die Spinnen waren. Okay, ist noch viel mehr Leuchtwuchs drin, aber es hat eine Spinnenhöhle, ne? Da müssen wir halt rein, ne? Ist halt so. Okay. Achso, warte, ich mach das mal lieber oben. Augen zu und yalla! So. Wow. So. Warum schlägt der denn nach unten? Der soll nach oben schlagen. Ich will nach oben durch. So. Ein Träumsche. Ach ja, muss, so ein ich Mora muss, aus 7 Days. Ach, oh ja, Plingploing folgen, let's go. Das wär's. Ich muss dringend Flachs anbauen, Tobi, wegen den Leinen. Wir brauchen die Leinen, damit wir uns den besseren Stuff machen können. Man da Leinen für? Ja. Also zumindest für einen Gleiter braucht man Leinen. Und wahrscheinlich auch für andere Sachen noch. So. Stimmt, der Abbausound klingt wirklich wie Dungeon Keeper. Geil. Huch. Warte, ich kloppe mal ganz kurz hier rein. So. Klopp. Dann rutsche ich wieder raus. So. Leuchtbewuchs. Ist ein guter Bewuchs. Oh, Brutal Legend. Geil. Lieber Lobo oder El Lobo? Lieber El Lobo, viel Spaß mit Brutal Legend. Voll gut. Boah, Brutal Legend ist geil. Ein nices Game. Gute Quiche heute wieder. So. Dann baue ich hier nur Steine ab. Warum? Ah.
So. Einmal kurz wieder aufladen. So. Müssen wir mal gucken, wo wir dann hin müssen, ne? Ja. Es sind viele Spinnen im Spiel. Naja, es gibt so. Die sind meistens an besonderen Orten. Dann Dungeons oft, also in so kleinen Grabstätten. Oder halt in einer Höhle wie hier gerade. Aber nicht so viel. Also ich sag mal, wenn man diese Arach, ich weiß nicht, wie man das nennt, Arachnophobia, glaube ich. Ja. Wenn man das sehr ausgeprägt hat, dann kann es schon mitunter etwas ekelhaft sein. Ja, und manchmal, wenn man das abbaut in diesen Höhlen, dann flitzen ganz viele kleine Spinnen weg. Das sieht schon ziemlich ekelhaft aus. Ja. Selbst wenn man nicht Arachnophob also ist. Man sollte gewarnt sein, sagen wir mal so. Gibt es eigentlich einen Arachnophobie-Modus hier? Nee, ne? Vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass es das bei Hogwarts Legacy gibt und auch bei Grounded gab es das ja auch. Da waren das nur so Beine, die so rumlaufen. oder Punkte oder so, ich weiß gar nicht. Okay. Und bei Satisfactory war das auch. Da liefen irgendwelche PNGs liefen dann rum, die waren aber auch ganz furchtbar wohl. Oh. So. Tobi spielt niemals Call and Exiles. Ah, okay, alles klar. Ja, dann hat sich das erledigt. Okay. Spinnen, viele Spinnen da. Also eine Spitzhacke hat für 28 Stück gereicht. Meine ist auch gerade durch. Ich gehe mal wieder reparieren. Und das Zeug abladen. So. Achso, wieso gehe ich immer zur Flamme zum Schnellreisen? Ich bin das so gewohnt aus anderen Games irgendwie. So. Oh ja, und große. Bei Satisfactory waren es Katzen-PNGs, die dann rumlaufen. Oh. Oh, das ist aber nice. Ist aber auch ein bisschen erschreckend. Bei Skyrim, komischerweise, haben mir die Spinnen nichts ausgemacht. Das waren aber auch immer nur diese ganz großen. Vielleicht, weil die einfach alle dumm waren. Ja, und bei Skyrim, da waren das ja nur so Zwischenboss, so eine Eisspinne mal oder sowas. Da gab es jetzt keine kleinen oder sowas, ne? Wo waren denn... Ich glaube, das... Suchst du auch gerade? Nein, ich weiß sofort, wo es ist. hier, die Kiste. Ah, wusste ich. Ja, same. So, löschen. Und dann können wir eigentlich wieder los, ne? Ich muss einmal reparieren, ja. Ja. Ups. Natürlich. So. Huch. Wo schickt der mich denn? Oh, da sind auch noch Oh, wir haben doch noch mehr Quests offen, als ich dachte. Ja, sind schon ein paar, ne? Die ganzen Fragezeichen. Ja. Oh, die habe ich gar nicht... Sweetie. Oh, shit. Okay, gut, dann erstmal wieder dahin. So, ja, zum Höhleneingang Notiz der Jägerring wäre jetzt so das Erste oder erobere die Wildnis zurück. Also wir haben im Umkreis, wo wir jetzt rumlaufen, haben wir eine Menge Fragezeichen. Ja. Ja, ja. Können wir alle mal besuchen irgendwie. Dann lass mal nicht ja, Hallo sagen, sagst du? Genau, lass mal nicht abbauen, lass mal nach Norden müsste man. Ja, okay. Questen. Genial. War hier nicht irgendwo ein Weg? Ah. Lass mal auf den Weg gehen. Führt der Weg nicht durch die Höhle? Nee, hier war noch ein Weg. Ah, okay. Hopp. Als ich noch klein in Kasachstan gelegt habe, waren da im Sommer draußen die Wände schwarz, weil da so viele Weberknechte drauf gehockt haben. Weberknechte finde ich mit am schlimmsten. Apropos Weberknecht. Oh ja, wir kriegen Besuch from behind. Ignorieren oder kämpfen? Hey. Ich hau dir mal weg, sind XP, ne? Also, ja, gut. Wenn er alleine ist. Arschloch. Ja, guter Marsch gemacht. 48. Okay, na gut. Was ist denn das hier? Eine Kackwurst. Gottesfliegende Kackwurst einfach. Okay. Was ist das? Der Mann muss ja wissen, was er macht. Oh, hier geht's übrigens irgendwo rein. Ist das gut? Lassen wir uns ablenken? Vielleicht. Oh, nee. die hab ich gar nicht gesehen. Oh, die können hier spawnen. Die Schweine. Oh. Jetzt nicht mehr. Danke für die XP. Da unten ist aber nicht so gut.
Aber hier ist eine Höhle. Ist die sehr dunkel? Erik, wir sollten hier ganz vorsichtig sein, wo wir hintreten. Wieso? Sehr vorsichtig, wo wir hintreten. Pass auf, wo du hinläufst. Wieso? Achso, das Becken habe ich schon gesehen hier. Okay. Und hier? Aus dem Scheißhaus? Okay. Oh, der Baum da sieht cool aus. So, schön hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Oh Gott. Aber wieder alte Memes ausgraben. Oh, das ist ja so eine blaue Blume. Die können wir auch mitnehmen, oder? Ja, spuck gegen die Pilze, du Mistvieh. Ich lenk sie ab. Na gut. So, gibt einen Miasma-Sack. Kann man immer rauchen. Schade, ich hätte gerne eine blaue Mütze jetzt auf. So. Dann gönnen wir den nächsten Mal ein. Hier wachsen bestimmt noch ein paar, oder? Nee, ich glaube, blaue Mützen gibt's tatsächlich gar nicht. Das gibt's nur bei diesen roten. Machen die nur. Ach so, die machen. Oh, die machen wahrscheinlich auch rote dann, wa? Das kann sein. Hm. Sage. Ach, guck mal da. Schieß mal. Ich verstehe. Keine Mütze. Mistvieh, dann stirb einfach. Dann stirb einfach. Die already. Oh, die kann man auch mitnehmen, die Pilze, ne? Und was bringen die? Bringen die Pilze? Miasma. Oh, das ist Miasma-Flüssigkeit, alles klar. Okay, aber mal. Okay. Die können wir aber brauchen, da können wir Seelen draus machen. Was denn? Wir sind im Miasma, stimmt. Wir müssen aufpassen. Ja. Wir müssen jetzt hier rüber. Da ist auch ein Weg. Da hinten ist eine Laterne. So. Wie viele Minuten hast du noch? 3 Minuten 55. Oh. Ich habe 45. Du hast das geskillt, glaube ich, ne? Ich glaube nicht, aber ich glaube, irgendwas von meinen Waffen oder Rüstungen lässt mich länger bleiben. So. Kann es sein, dass wir ganz schön lange drin sind? Dass ein ganz schön großer Fleck Miasma ist? Boah, schon. So. Okay, meine Waffe ist zu langsam dafür. Deine ist richtig geil, die ist richtig schnell. Ja, das Schnelle ist halt geil. Die macht zwar nicht so viel Schaden, aber... Oh! Sag jetzt mal, hab ich sie nicht von der Hunde genommen? Sehr gut. Das funktioniert echt gut. Einer blockt, der andere schlägt in den Rücken. Ja. Wie im Fußball, wie im Fußballstadion. Ihr müsst wissen, Erik ist richtig drin bei den Köln Ultras. Immer so, mit Bandana und dann Mütze auf. Ja, und dann geht das los. Okay. 260 Meter noch, Tobi. Da geht's raus. Penispilze. Oh, wir sind raus. Oh. Geil. So. Oh, das ist ein Turm. Den haben wir noch nicht, den Turm da drüben. Geil. Oh ja, geil. Aber das sieht sehr, Alter, sehr dick wie geil das hier aussieht. Ja, wie geil das hier aussieht, wie das hier abgeht. Das sieht schon geil aus. Das ist cool gemacht. Oh, das ist noch eine Höhle. Hast du Fackel? Ja. So, ich nehme die Pilze mal wieder mit hier. Oh, Wildschweine, Erik. Oh, nicht schon wieder. Ist das... Warte mal, ist das... Das ist doch nicht die Höhle, oder? Auch. Arschloch. Ja, mach schon. Sehr gut, junger Padawan. Du musst besser blocken. Hab ich doch. Der hat mich nicht einmal betäubt diesmal. Ja, sehr gut. Der hat mich diesmal nicht einmal betäubt. Ich muss kritisieren, weil ich ja... Ich bin ja Jedi-Meister, so, ne? Muss ja weiter kritisieren. Ach so. Okay, entschuldige bitte. Ja, entschuldige bitte. Höhlenpassage. Okay. Vorsicht. Ja. Oh, Level up, obwohl ich jetzt nicht geblockt habe. Oh Gott, die machen aber übel Damage. Warte mal, ich helfe dir gerade mal schnell. Ja. Oh, shit. Ich sehe den scheiß Wildschwein verrecken, das kann ja nicht sein. Die sind auch echt so geil, seid ihr nicht.
Nicht vergessen zu blocken. Junge, Junge, Junge. Die Höhle ist auch nicht so geil, glaube ich, ne? Ja, ist so eine Passage. Ich glaube, wir kommen hier drüben gleich wieder raus. Komm, jetzt geht's hier nach oben. Hier ist eine Sackgasse. Ah. Oh. Ah. Kettenheilung, Kettenblitz. Oh. Sag mal. Hier ist nichts. Ganz okay. Schön runter. Okay. Noch ein Pilz. Ich nehme mit für dich. Ja, geile Höhle. Ja, ohne Licht bin ich hier runtergestürzt. Hier ist noch ein Pilz oben. Den wollte ich noch mitnehmen. War mir wichtig. Warte mal, geht's noch weiter? Wie? Was ist? Tobi, hier geht's noch runter. Aber wohin? Ach. Okay. Ist nur so ein Übergang hier oben, ne? Glaube ich, oder? Ja. Wobei, nee. Warte mal, nee. Das, oder? Aber hier waren wir noch gerade. Da geht die Treppe wieder runter, oder? Das war doch die Kiste, die wir gerade aufgemacht haben. Ja. Aber sicher, dass wir da unten schon waren? Ich will aber auch nicht runterspringen. Sag mal, Erik. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Soll ich mal runterspringen? Ja, mach mal. Ah, ja, easy. Hier okay. Ist, ja. Oh. Hier geht's schon aus. Oh, Tageslicht, Tobias. Wir waren seit 7 Wochen hier drin. Okay, warte. Ich guck mal kurz auf die Mappe. Oder hätten wir da durchgemusst und dann konnte man auch rechts irgendwie gehen. Da ging's auch raus. Hätte auch sein können. Wir haben den Wegpunkt hier. Aber wir müssen irgendwas in diesem Radius finden, ne? Ich weiß aber nicht genau was. Aber mal kurz zum Tagebuch. Die Bäuerin will, dass du die Warte im Düsterdickicht eroberst. Erreiche die Spitze der Warte um einen Schnellreisepunkt in der neuen Region und neue Punkte von... Ach, das ist der Turm. Ah, wir sollen den Turm hoch. Okay. Wir sollen Turm besteigen. Aber wo war der Turm nochmal? Tobias, ich warte auf dich. Ja, ich habe noch schnell... Es ist dunkel, Erik. Hilfe. Ist bei dir auch dunkel? Hier geht's gerade. Aber hier nicht mehr. Es ist arschdunkel schon wieder. Wie schnell das immer geht. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie hier länger Nacht als Tag. Ja, das ist das Düsterdickicht halt, glaube ich, ne? Huch. Ist der Rad. Ach so. Ah, Düsterdickicht, warte, oh. Gucke. Sound Erfolg bekommen? Ja. Geil. Bester Sound. Ich bin erfolgreich im Leben, Tobias. Ja, ich habe auch fast 100.000 Gamerscore. Oh, geil, Tobi, nice. Ich bin richtig lit, Alter. Damit zeigen wir es den Ladies im Club. So, ja, wollen wir wieder... Wollen Sie mal meinen Gamerscore sehen? Ja, wollen wir rein, oder was? Ja, sicher. Let's go. Woo! Ascension. Oh, nee, ich will nicht mehr. Ciao. Warte. Nicht? Na gut. Okay. Du sag mal. Hier geht's rein. Ja, was denn? Wo ist das jetzt hier? Ah. Ach so, weil du das... Ganz kurz, das Indiana Jones Game? Was damit? Findest du das geil oder eher nicht so, also so vom Aussehen? Ich bin ehrlich, der Trailer hat mich positiv überrascht. Ja, es, ne? Es könnte das Beste sein, was von Indiana Jones in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist. Gut, da kam aber auch gar nichts raus, ne? Ja, das ist es halt, ne? Das, ja. Ja, aber sah wirklich, ich fand es da cool aus. Hast du Hellblade gespielt eigentlich? Ja. Das war sehr geil. Den ersten Teil nicht gespielt. Was? Der zweite wird, glaube ich, cool. Der erste war auch schon richtig geil. Ja, boah, da muss ich spielen. Der war richtig gut. Was ist das für Buckel hier? Okay, sehe ich das richtig, dass man... Ich teste mal was. Okay. Hab Knopf gedrückt. Erich, du exploiten, ne? Hab Knopf gedrückt. Sehr dunkel hier. Oh, es ist dunkel. Ja. Guten Tag. Achso, das war einfach Knopf und Tür geöffnet, okay.
Erich, ich bin dein Licht in düsteren Stunden. Warte. Guten Tag, Tobi. Hey, na? Ja. Haben wir jetzt eine andere Tür geöffnet? Ach, okay, einen Buttner haben wir gedrückt. Okay. Und der andere Buttner? Das ist eine Hagebuttne. Hier geht's noch rein. Ah, warte. Das ist eine Hagebaubuttne. Ich kann nicht anders. Was? Ja, das ist jetzt aber gemein. Okay, willst du das übernehmen? Muss man sich hier konzentrieren? Kann ich machen. Ich glaube, weißt du, wo der Knopf ist? Nee. Das ist gut. Ich sehe da hinten nichts. Ja, das hatte ich auch gemacht. Ich will einfach den Mittel. Oh, Vorsicht, Tobi, von hinten kommt gleich wieder einer, ne? Oh ja, geil. Bin auf dem Balkon. Geil. Geht's warte, da weiter? Soll ich mal rüber? Da drüben ist. Warte mal, ich gucke erst mal, ob da drüben weiter irgendwo ein Knopf ist. Ja. Ah ja, da drüben geht's weiter, okay. Ich fühle mich schlecht, weil ich nicht mitgekommen bin. Nee, alles gut. Ich glaube, ich finde den Knopf. Ich habe den Knopf. Geil. Ja. Erich, ich hätte gefunden. Tobi, kannst du die Tür hier nicht öffnen? Au, voll in die Fresse. Tür ist offen, ne? Geil, danke. Gut gemacht. War sehr, sehr solide Arbeit. So. Fast gestorben, aber hey. Alles fürs Team, Tobi, sagte er, während er in Sicherheit war. Fürs Team. So, alles fürs Team. So, okay, cool, dann ist die Tür offen und dann, und das war die erste Etage jetzt. Oh, warte mal, hier geht's noch weiter. Hier ist noch ein weiterer Balkon. Ist hier noch irgendwas oben? Nee, ne? Hier ist nichts. Das ist ja enttäuschend. Ekelhaft. Da hätten sich die Game Designer ein bisschen mehr Mühe geben können. Naja. Schade. Chance verpasst. So ist das halt, wenn man absolut nicht kreativ ist. Ja, ja, ja. Immer am absoluten Minimum Arbeit. Oh Gott, oh Gott. Das Problem ist, ich habe keine Fackel. Kann ich eine Fackel bauen? Ist das so dunkel, wenn ich die Fackel wegmache? Ich glaube, hier geht's, oder? Na, hier geht's einigermaßen. Also hier geht's auch rüber, aber dafür brauchen wir vier Buttnis. Aber ich muss kurz was gucken. Hier ist nichts, ne? Ach doch, hier geht's auch noch weiter. Hier ist ein Pfeil zum ein Dingens. Toll, Tobi. Hinter dir. Oh, hi. Hinter dir oben. Ist das ein Knopf? Wie drücke ich den? Hast du Pfeile dabei? Warte mal, hab ich Pfeile dabei? Ich hab. Okay, gut. Jo, geil. Das war Irrige Nummer 1. Das war eine Teamleistung. So. Kann ich ja nichts für, wenn du da reinrollst. Ich wollte ja auch gerade. Oh, ich hab noch einen. Geil, ist da hinten noch irgendwas? Sag mal, über wo ich hingucke, sehe ich Tobi, wie der gerade von der anderen Seite kommt. Was ist das denn hier? Hey, Erik, was geht denn? Jetzt reicht's mir, aber hier kommt Tobi nicht von der anderen Seite. Was geht bei dir, Erich? Okay, aber es ist zu dunkel, was zu sehen. Ach, Mann, ey. Hat sich auch die Vasen geguckt. Oh. Leuchtschau. Oh, Gebet der Flammenschriftrolle, geil. Oh, wo bist du gerade? Über dir. Ich frag nicht. Ah, ich sehe schon. Boah, das war schlecht. So. So. Hab noch einen. Sehr gut. Du baust hier nichts ab und lässt alles einfach liegen? Das ist natürlich... da ist doch Kacke drin. Truhe, okay. Ich sehe, die Truhe war schon hier. Ist hier, ist hier so ein Ball. Guck mal, ich sehe gar nichts einfach. Warte. Wir sollten vielleicht bei Tag, vielleicht wird es ja gleich wieder Tag. Ein Knöpfchen brauchen wir noch. Es gab noch einen weiteren Balkon, wo ich halt gedacht habe. Oh nein, nein! Boah, das darf nicht wahr sein. Ah, ich wollte Doppelrolle machen, aber das geht ja nur ab einem gewissen Winkel, bis zum gewissen Winkel. Ah, ich hab ihn. Kann man hier durchschießen? Oh, der Tobi richtig lit gerade. Was ist denn los? Wo ist er denn? Durchschießen.
Der ist hier quer so, hier hinten so, da. Unten oder ja, oben? Und jetzt da, wo ich hingucke quasi, in die Richtung. Ich links von dir, musst du rüberspringen. Okay, warte. Also hier? Und jetzt oben, ganz oben, einfach hochgucken. Ich weiß gar nicht, siehst du den von da überhaupt? Weil nee, der ist auf dem Balkon, warte mal. Das ist ja mies. Ach, da kann man nicht rüberspringen? Der ist genau hier, wo ich quasi gerade in die Richtung, wo ich gucke, oben halt. Aber wie kommt man da hin? Warte. Vielleicht von außen? Aber es ist halt zu dunkel, ich sehe aber nichts. Wir haben ja halt mehrere... Warte mal, ich komme. Wir haben einfach mehrere Balkone, wo nichts ist. Ja. Ich guck mal. Warte kurz. Zauberstab, Lumpen. Lob. Es gibt aber, pass auf, warte. Es gibt hier gleich noch einen Balkon. Aber da kann ich halt nicht gucken. Hier hinten, ne? Ach! Ha! Ist das der hier? Oder haben wir den schon? Nee, der ist es. Wie kann ich den aktivieren? Mit Pfeilen, glaube ich. Hast du keine mehr? Doch, ich glaube, ich habe Feuerpfeile. Okay, dann haben wir den. Geil. Juhu. Ich dachte, ich kann da mit der Waffe vielleicht reinschlagen und spare mir die Pfeile, aber nein. So. Ja. Sehr gut. Apfelmus. So, warte. Was, Apfelmus? Oh, Erik, ich bin's der Funk. Wenn du da rin springst, gibt's Level up, wa? Ach, die guten Zeiten, Tobi. Ich bin so lustig. Ich bin so lustig mit meinem Berliner Humor. Die guten Zeiten. Hallo, Funk. Grüße gehen raus. Es ist zu real. Oh, warte mal, da oben schießt irgendwas rüber. Aber was, wo müssen wir denn jetzt hier? Also, einen habe ich. Okay, auf der anderen Seite auch nochmal einen. Ah, lol. Okay. Wild. Oh. Okay. Okay, geht aber. Ui, hallo Truhe. Oh, meine Fackel ist gleich leer. Mach die mal gerade aus. Ja, okay, hier geht's rein. Da geht's aber noch rüber. Und da geht's zu beiden. Oh, warte mal kurz. So viel Zeit muss. Oh, sein. Oh, eine goldene Guillotine. Geil. Oh, geil. So. Okay. Wir noch mal gucken. Warum kann ich das nicht abbauen? Na jetzt. Ja. Lol. Was baust du denn ab? Mental? Ja, diese Dinger, die du auch immer abbaust. Ah, okay. So. Oh, da war Salz drin. Nee, Leuchtstaub. Also. Okay, schade. So, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz eben. Essentielles, Beschwörungsstab, Bandage, Garn. Okay, habe ich alles nicht. Shit. Haben wir nicht. Oh, nehme ich trotzdem mit. So. Hi, Tobi. Verstehe ich nicht. Was denn? Verstehe, wie? Gibt bestimmt irgendeinen Schalter, oder? Zum Ausmachen? Weiß nicht. Die beiden hast du schon. Ah, okay, das war optische Täuschung. Man kann sich einfach hinstellen. Das sieht nur so aus. Ah, okay. Moin. Guten Tag. Der Doppelsprung ist einfach in jedem Game OP, ne? Das Beste überhaupt. Aber hier ein bisschen tricky, weil sobald du auch nur einen Zentimeter zu wenig... Ist auch schon durch? Ja. Oh, gut, dass jetzt Tag wird. Ja, natürlich. Klar. Sehr gut. Oh, Kupferbarren. Geil. Oh, sieht aber geil aus. Boah, sieht... Boah, ja, aber voll. Boah, sieht das geil aus. Cool. I'm the Jungle Kid.
so mit der Flamme kommunizieren. Tobi, sollen wir mal mit der Flamme reden? Ja, mal gucken, was sie zu sagen hat. Die steht schon scheinbar ziemlich lange hier. Ich glaube auch. Ja. Das Unterholz des Düsterdickichts verbirgt den Wahnsinn. Die Wiege des Elixiers, die Wurzel der Fäulnis, die Saat des Irrsinns. Ein Labyrinth aus Krankheiten und Chaos, eingebettet in das Herz der Wildnis. Oh, okay. Cool Story, Bro.